Online-Geister, Hausmeistereien. Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer, und willkommen zurück, liebe Radiohörer, bei Folge 76 der Online-Geister. Wir haben eben was über Collaboration-Tools, über Cloud-Services gehört und machen jetzt mit unseren Hausmeistereien weiter. Und da haben wir eine Meldung. Ja, also eine Meldung, einfach aufgrund der Situation, in der wir jetzt gerade sind, haben wir es versucht, ein bisschen kurz knapp zu halten. Wir nehmen ja gerade eine Live-Podcast-Folge auf und es gibt auch aktuelle Zahlen zum Thema Podcast-Nutzung in Deutschland. Das sind Daten basierend auf Bitkom-Ergebnissen, hier bei socialmediastatistik.de mit veröffentlicht. Seit 2016 haben wir auch regelmäßig ja immer mal darüber berichtet. Da waren es damals 14%, knapp 10 Millionen Deutsche, die zumindest hin und wieder Podcasts hören. Hat sich dann auf 22%, 26%, 36% im Jahr 2020 erhöht und jetzt 2022. Nur bei 43% aller Internetnutzer ist es nämlich an. Also 43% aller Deutschen, die gefragt wurden, also repräsentative Studie, und 43% der Befragten hören halt mindestens hin und wieder Podcasts. Also auf Gesamtbevölkerung hochgerechnet wird circa 30 Millionen Menschen, die regelmäßig oder zumindest hin und wieder, also die Podcasts hören. Also fast die Hälfte der deutschen Gesamtbevölkerung. Ist ein Statement für sich. Also finde ich toll. Podcasts sind ein schönes Medium. Aber ich meine, ich bin auch nicht gerade sehr neutral in der Einschätzung. Ja, wir machen es ja Podcasts, aber die gibt es eben seit Ewigkeiten. Und ich finde es interessant, dass die immer noch im Kommen sind quasi. Dass Leute immer noch Podcasts neu für sich entdecken. Es sind immer neue Podcasts entstehen. Es gibt mal den Gag, jeder Deutsche hat im Schnitt 2,3 Podcasts, die er produziert. So viele sind es nicht, aber es gibt Leute, die produzieren 5 Podcasts. Teilweise wöchentlich. Es gibt Leute, die produzieren einen Podcast, wie wir jetzt hier zum Beispiel. Ja, oder zwei. Wir haben ja auch schon unser Spin-off mit Gameplay gehabt, aber ja, ja gut, kontinuierlich jetzt, durch einen Podcast. Ich kenne sogar den Scherz bei Leuten, die so aus dem Startup-Bereich kommen, weil man sich schon eine Weile nicht mehr gesehen hat. Und was macht der neue Podcast? Ja. Dass man sich dann teilweise schon Podcast so zusammen machen. Ja, oder sowas, genau. Natürlich, die Themenvielfalt ist auch extrem von Leuten, die einfach zusammensetzen, gut miteinander quatschen können und über alles Gott und die Welt sprechen. Ohne genaue Zielvorgabe, was geht dir gerade durch den Kopf, bis hin zu hochproduzierten Podcasts von Deutschlandfunk, die über historische Themen neu aufbereiten. Ja, also eigentlich schon fast Hörspiele manchmal sind manche Produktionen. Audiodokumentationen. Oder auch als neuer Trend sogenannte Videopodcasts. Deswegen nochmal kurz lächelnd in die Kamera. Hallo, hallo. Das wäre nämlich auch dieser Mehrwert. Also wir machen ja auch regulärerweise immer mal einen Livestream. Jetzt hat eben der Livestream vom Barcamp. Und das wäre rein formal auch ein sogenannter Videopodcast. Auch wenn ich den Begriff ein bisschen blöd finde, ehrlich gesagt, aber das hat jetzt eher historische Gründe. Aber da halt auch, also dieser Podcast-Trend ist halt wirklich seit 2016, das kann man auch sagen, warum. Wann war unsere Podcast-Folge, Podcast der Podcasts? Haben wir ein paar Mal schon gemacht, aber wir laufen selbst ja seit 2016. Ja, ja, genau, wir haben noch eine Folge Podcast gemacht. Ich glaube, Folge Nummer 9 war das, auch relativ am Anfang. Aber das kann man auch relativ genau sagen, warum Podcasts einfach so ein Trendthema geworden sind, weil 2016 auch Apple auf seinen iPhones eine eigene Podcast-App draufgepackt hat. Einfach also schon da hat es angefangen. Eben, ja, von Start ab mit installiert, das Ganze. Und da ist halt eben so langsam dieser Hype mit aufgekommen. Podcast selbst gibt es seit Anfang der 2000er schon. Also kein neues Phänomen, aber wirklich bis Mitte der 2010er Jahre war das ein Nischenphänomen gewesen. Also insofern, aus der Nische würde ich sagen, lange schon raus entwachsen. Es wird wirklich zu einem immer mehr Massenphänomen an der Stelle. Okay, aber damit würde ich sagen, sind wir thematisch am Ende. Genau, wir sind auch am Ende. Ja. Ein großes Thema gab es noch diesen Monat, seit der Aufnahme relativ frisch, aber davon wurde ich inspiriert zur letzten Musiknummer von heute, von der britischen Punkband, die Sex Pistols, God Saves the Queen. Das war God Save the Queen von den Sex Pistols, aus gegebenem Anlass diesen Monat, und dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Ja. Mir bleibt einfach nur kurz knapp zu sagen, Tristan, hat mich gefreut, war sehr schön gewesen. Hat mich auch sehr gefreut, Christian. Vielen Dank an alle Live-Zuhörer, die heute mit dabei gewesen sind auf dem Barcamp. Ihr hört, das sind wirklich Leute. Ich bin eingebildet. Wir hören uns das nächste Mal und dann wird's Meta. Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.